5 Jahre alte Zeitkapsel. Stell euch mal vor, die Zeitkapsel finden später meine Kinder. Dafür bräuchte ich erstmal einen Freund. Und dafür müsste ich mit Jungs reden. Schwierig. Wo ist mein Lipgloss? Ich hab kein Lipgloss. Oh, Gloss. Ah. Warte. Meine Haare sind heute einfach absolut hässlich. Das hat die Rentnerklammer. Aber ich hatte einfach keine Lust, meine Haare heute zu machen, weil die sind fettig und ich war... Ich wollte nicht. Egal. Wir brauchen erstmal eine neue Box und wir machen eine neue Zeitkapsel. Wir brauchen eine Box. Seht ihr mich? Ich hoffe nicht. Ah, ich habe eine. Fangt! Geht's euch gut? Ich denke manchmal nicht nach. Ich habe die Box. So, soll ich die Brille anlassen? Also man sieht weniger von meinem Gesicht, wenn ich die Brille trage. Und ich glaube, das ist besser. Aber ich trage sie einfach. Konzentrier dich. Was macht man in der Zeitkapsel? Was soll ich da reinmachen? Ach so. Wir gucken uns meine alte 10 Jahre alte Zeitkapsel an. Oh. Ich war ein Pferdemädchen. Ich. Das sind meine Zähne. Ah, da ist ein Zaun. Das sind halt wirklich meine Zähne drin. Ah, ich war irgendwie komisch. Ich war als Kind voll süß. Ich war so süß, wie konnte aus mir das werden? Spaß, Spaß. Aber halt eigentlich kein Spaß. Achte mal, okay. Ich habe jeden Zeitungsartikel gesammelt, wo ich drin war. Ich dachte, wenn ich in der Zeitung bin, bin ich reich und berühmt. Eine Geburtstagseinladung. Ich habe mir immer für jede Geburtstagsparty eine Lüge überlegt, warum ich nicht hingehen muss, weil ich mag halt einfach keine Leute. Also ich liebe Partys, es gibt Musik, es gibt Essen, aber ich habe halt einfach, ich halt ohne die Leute. Alte Klassenfotos. Ich habe auch diese Krankheit, die nennt sich, ich sehe auf jedem Foto hässlich aus. Oh, da sind auch alte hässliche Fotos von meiner Schwester drin und damit habe ich sie mal erpresst. Da hat mich meine Lehrerin gemalt. So sehe ich nicht aus, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Freund. Ich wünschte, ich würde so aussehen. Ich weiß jetzt, was wir machen. Schritt 1, das Polaroid-Bild. Ich hoffe einfach, wenn ich die Box in 5 Jahren aufmache, dass ich besser aussehe. Wie mache ich das? Selfie. Mit Brille. Mit so. Ich mache eigentlich nie Fotos von mir selbst. Ich war gerade in meiner Fotogalerie und wie kann es eigentlich sein, dass ich nicht ein einziges schönes Foto von mir habe? Stell dich mal vor, ich habe irgendwann einen Freund. Unwahrscheinlich, aber stell dich vor. Und dann fragen seine Freunde irgendwie so, ja, hey, zeig mal ein Bild von dir. Soll ich das Bartbild zeigen? Wie guckt man auf ein Foto? Was mache ich mit meinen Händen? Nicht mein bestes Foto. Ja. Komm schon. Ich kann so nicht aufgeben. Nochmal. Vielleicht lächeln. Größter Knopf. Jetzt bitte. Meine Damen und Herren, das sind die 4 Fotos. Ich schreibe das Datum drauf. Könnt ihr es lesen? Im Internet steht, dass ich 33 bin. Ihr kennt mich gar nicht. Wir machen einen Steckbrief. Ich klebe das Bild in die Mitte. Gelb oder orange? Gelb. Orange ist unsympathisch. Ist so. Ja, Mann. Ich liebe Klebergeruch. Süß. Bisschen schief. Ob ihr wollt oder nicht, wir beantworten jetzt die Fragen. Name, Jessie. Geburtstag, 25. Mai, Baby. Schreibt sich in den Kalender, 25. Mai. Das ist der einzige Tag, der wirklich wichtig ist, weil da geht es um mich. Schickt mir Geschenke. Spaß. Aber halt eigentlich kein Spaß. Wohnort? Kann ich nicht sagen, weil sonst werde ich gekidnappt. Haarfarbe? Braun. Ich wäre so gern blond. Hobby? Ich habe keins. Früher in der Schule, wenn man solche Speckbriefe machen musste, habe ich immer gelogen. Ich habe immer gesagt, dass mein Hobby Lesen ist. Ich habe Pferdemagazine gelesen. Hobby? Netflix. Netflix, falls ihr das seht, sponsert mich. Ich liebe eure Filme und Serien. Malen. Ihr wisst, was das heißt. Ich bin ehrlich, es sieht gar nicht so schlecht aus. In die Box muss mein Lieblingssnack. Woo! Ich liebe Kakao. Love you. Und es rutscht. Deshalb packe ich es ein. Oh, es geht ihm gut. Weil ich will, dass meine Kinder wissen, was mein Lieblingssnack war. Kakao. Aber wenn ich... Ich habe eine Nachricht bekommen. War nur eine Werbung. Wenn ich das reinmache, verschimmelt es nicht. Wenn ich die Box erst in 5 oder 10 Jahren aufmache. Ich habe eine bessere Idee. Stopp. Wir machen so. Ich trinke den Kakao jetzt und dann lege ich die leere Verpackung in meine Zeitkapsel. Dann kann nichts verschimmeln. Und ich kann jetzt den Kakao trinken. Oh, wow. Mandelmilch. Von normaler Milch kriege ich Bauchschmerzen. Ach, Eiswürfel. Oder, egal. Ist ja schon leer. Oh. Oh, es ist so geil. Wow. Also, kann ich das heiraten? Weil ich würde. Leer. Der Kakao ist leer. Seht ihr? Ich schreibe dazu, mein Ehemann, ich liebe Kakao, trinke ich jeden Tag, würde ich heiraten. Ich will, dass meine Kinder denken, dass ich talentiert bin. Ich male was. Ich habe so Sprühfarbe. Ihr seht gar nicht. Aber ist eh hässlich. Gut, dass ihr nichts gesehen habt. Wir malen das. Habe ich im Internet gefunden, weil ich habe halt keine eigenen Ideen. Ich brauche keine Skizze. Egal. Sorry. Zwischenstandcheck. Oh.
Zwischenstand. So, könnt ihr euch vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Kind habe? Ich auch nicht. Das ist, ach du meine Güte. Das ist so ein Müll. Wartet. Ich bin ehrlich, es ist schon so eine 8 von 10. Ich finde es süß. Wir machen einen Test. Ich muss jetzt Fragen beantworten. Ich stelle mir die Fragen selbst, weil keiner hat gefragt. Okay, ach du meine Güte. Ich fühle mich wie in der Schule, als würde ich gleich einen Test schreiben. Ich kriege jetzt schon eine Panikattacke. Was hast du gerade an? Mein Pyjama. Das hat sich langweilig an. Ich schreibe hin, Glitzer, Cowboy, T-Shirt. Was? Vermisst du etwas? Ah, ich vermisse das Gefühl, wenn man Geburtstag hat und seine Geschenke auspackt. Ist es, oder ist das, okay, warte, ich vermisse, nein. Ah, ich vermisse das Gefühl, wenn man so sehr lachen muss, dass man Bauchschmerzen bekommt. Sternzeichen. Bitte hasst mich nicht. Zwilling. Lieblingsfarbe. Blau, pink, grün. Ängste. Boah. Ich glaube, ich habe Angst davor, wenn ich nachts schlafe und mein Mund offen ist, dass da eine Spinne reinkrabbelt. Ich werde angerufen. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat, wenn ich in den Spiegel gucke. Lieblingsessen. Boah. Ich schwitze irgendwie. Hä? Lieblingsessen. Eigentlich alle. Besonders Käse. Und Kakao. Ort, den du besuchen möchtest. New York City, Baby. Man sieht meinen Kopf nicht. Ist besser so. Eine Sonnenbrille muss rein. Ich liebe Sonnenbrillen. Hashtag Selfie, Hashtag Sonnenbrille. Ich packe die schwarze ein mit dem Stern. Stellt euch vor, es gibt in 10 Jahren keine Kopfhörer mehr. Nein, ich überlebe keinen Tag ohne Musik. Ich kann nicht ohne Musik. Ich kann meine Zähne nur putzen, wenn ich Musik höre. So. Ich brauche meine traurigen Liebeslieder. Die kommen in die Box. Lippenbalsam. Absolut ja. Natürlich, selbstverständlich ja. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Das ist mein Lieblingslippenbalsam. Carmex. Man weiß nie, wenn man seinen Ehemann trifft. Eigentlich habe ich da nur meinen Müll reingemacht. Oder? In 5 Jahren öffnen. Ja, das Video ist endlich vorbei. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe so einen neuen Becher, da hat so pinken Glitzer drauf. Der ist nicht wirklich von Starbucks. Den habe ich einfach aus Plastik draufgeklebt, weil der Starbucks-Becher kostet 20 Euro. Und ich bin halt geizig. Ich glaube, das Wasser ist so schon 3 Tage alt. Egal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir haben nächste Woche wieder ein Date. Wieder am Sonntag, 17 Uhr. Ich verspreche nichts Gutes. Und danke an alle, die sich dieses schlechte Video angeschaut haben. Ihr seid cool. Fühlt euch gedrückt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab euch lieb. Danke. Ciao, Kakao.